Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute an, wie McDonald's-Burger hergestellt werden. Erstens Hamburgerbrötchen. Die industrielle Fertigung von Hamburgerbrötchen beginnt mit der Herstellung von Teig. Zunächst wird der Vorteig angesetzt. Er wird bei McDonald's aus hochwertigem Mehl, Wasser, flüssiger Hefe und Salz gemacht. Hochwertigem Mehl? Okay, krass. Ich war jetzt übrigens die Tage beim Tomorrowland. Und ich finde es immer interessant, wenn man in einem anderen Land ist, dann zu Läden zu gehen, Franchise-Läden, die es auch in Deutschland gibt, um zu schauen, wie es halt anders ist. Und in Belgien hatten die eine sehr, sehr geile Auswahl, was Veggie-Produkte angeht. Die hatten auch so diese teuren McDonald's-Burger. Die haben ja mittlerweile nicht nur diese normalen, sondern ich weiß nicht, wie die heißen, aber die haben dann so ein dunkelbraunes Brötchen und kostet so 6 Euro oder so. Die haben die dort auch als Veggie-Produkte und die waren wirklich sehr, sehr lecker. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie hochwertiges Mehl benutzen, weil, also zumindest bei solchen Burgern, das Video ist auch nicht so alt, ist ein Jahr alt, wir haben uns ja letztens auch schon angeschaut, wie McDonald's Pommes hergestellt werden. Heute geht es halt um so ein paar andere Produkte, aber ich habe auch vergessen, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Den Vorteig lässt man für 4 Stunden in einem speziellen Raum gären. Nach Ablauf dieser Zeit wird er auf dem Förderband mit den restlichen Zutaten wie Zucker, Salz und so weiter vermischt. Mhm. Aber keine Sorge, die sogenannten Buns sind zwar keine diätische Kost, aber ihr Zuckeranteil beträgt weniger als 5%. Im weiteren Schritt wird der schon fertige Teig von einer speziellen Maschine nochmal richtig durchgeknetet, im Mehl gerollt und in kleinen Kugeln geformt. Diese werden anschließend in Förmchen gesetzt. Die Rohlinge lässt man daraufhin 55 Minuten bei einer Temperatur von 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 90% gehen. Es ist schon irre, dass sie da das so riesige Maschinen einfach für gebaut haben. Ne? Ich habe auch diese McDonald's-Doku geschaut, die ist sehr, sehr interessant, dass das früher wirklich so ein High-Class-Laden war. Und dann hat er das verkauft und dann wurde es halt so eine Fastfood-Kette, die halt immer billiger wurde einfach. Sehr interessant. Die Brötchen lässt man durch eine Maschine laufen, die eine gleichmäßige Schicht Sesamkörner darüber streut. Dann landen sie in einem riesigen Ofen, wo sie zwischen 8 und 9 Minuten bei 240 Grad gebacken werden. Nachdem sie den gewünschten Bräunegrad erreicht haben, lässt man sie für 25 Minuten abkühlen. Mhm. Guck mal, das sieht schon echt crazy aus, ne? Ey, wenn du so ein Unternehmen führen kannst. Klar, das Franchise. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch sagen, hey McDonald's, ich möchte den Laden aufmachen, dann musst du einfach nur Geld mitbringen. Und ich glaube, mittlerweile macht McDonald's aber nichts mehr, weil an allen Standorten, die haben wollen, stehen schon McDonald's-Läden. Also schlussendlich haben die gar nicht mehr so viel Arbeit, weil halt alles vergeben ist an andere Leute, was ein sehr krasses Prinzip ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja im letzten Video, wo ich auf die McDonald's-Pommes reagiert habe, hatten wir so auch Pommes drin und auch Burgerbrötchen und so. Aber hier geht es halt wirklich auch so darum, wie jetzt das Fleisch produziert wird und so. Schon irre. Ey, wie viele Burger da täglich übers Band laufen, ne? Guck mal, das ist wahrscheinlich Fischmeck, weil der so clean aussieht und ohne Sesamkörner. Ey, dann fetzen die da lang. Das ist wie Formel 1, ne? Ey, verrückt, sliden da runter. Hier werden die jetzt perfekt gestapelt wahrscheinlich, damit die dann in so Kisten kommen können. Ey, guck mal, wie krass das aussieht. Das sind wirklich diese Fischmeck, glaube ich, Dinger. Ja, dann fallen die da runter, werden in die Teile rein. Am Ende der Kette, bevor die Brötchen in Scheiben geschnitten und verpackt werden, steht die Kontrolle. Und im Restaurant werden sie vor dem Belegen in einem speziellen Backofen nochmal getoastet. Okay. Okay, also, ja klar, logisch, dass sie in so einen Backofen dann nochmal kommen, damit die Burger Buns, obwohl. Hattet ihr jemals einen richtig heißen Burger bei McDonald's in der Hand? Nee, ne? Ich nehme mich auch nicht. Das Einzige, was immer brutal heiß ist, sind McNuggets. Egal, ob diese Veggie-Dinger, die Veggie-Dinger sind meistens noch ein bisschen kühler. Aber diese Chicken McNuggets, als ich die damals mal gegessen habe, die waren teilweise brütend heiß. Ach, guck mal, ja, das ist für Big Mac. Der hat ja in der Mitte noch diese... Der Produktionsprozess der Buletten bei McDonald's ist sehr einfach. Rindfleisch wird mit speziellen verblombten Lastern angeliefert und im Anschluss auf Frische sowie auf die Kontamination mit diversen Bakterien geprüft. Ja, und dann einfach alles geschreddert, ey. Boah, das ist echt ekelhaft, ne? Es gibt keine richtig leckere Rindfleisch-Alternative. Ich habe es auch letztens mal in einer Podcast-Folge gesagt. Wir haben also ich finde, man sollte nicht immer alle vegetarischen, veganen Ersatzprodukte gutheißen und gutreden, nur weil es Veggie und vegan und besser ist. Nee, sonst verbessern Unternehmen nichts. Weil klar, so Mortadella, Leberwurst, so Panierte Chicken, Nuggets, so solche Alternativen, Burger King hat super Sachen. Alles richtig lecker, richtig geil. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die gibt es einfach noch nicht in gut. Fisch. Käse. Oder auch so Hähnchenbrustfilet. Oder halt Hack. Veganes Hack ist
unfassbar ekelhaft, finde ich. Und das wichtigste Geheimnis der Rindfleischfrikadellen ist, dass sie für 24 Minuten in einen gigantischen Gefrierraum geschickt werden, gleich nachdem eine spezielle Maschine ihnen die gewünschte Form verliehen hat. Anschließend werden sie verpackt und an die Restaurants ausgeliefert. Lasst euch die Zahl auf der Zunge zergehen. In einer solchen Fabrik werden täglich 3 Millionen Buletten hergestellt und in den Restaurants werden sie gebraten, bis ihr Inneres eine Temperatur von mindestens 69 Grad Celsius erreicht hat. Ja gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie an jeder einzelne Bulette damit so einem Überprüfungsgerät drangehen. Das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, aber ich dachte ehrlich gesagt, dass auch diese Dinger schon gebraten werden in den riesigen Fabriken, weil dann alles halt exakt gleich gebraten wird und dass sie das bei McDonald's einfach nur noch aufwärmen. Aber das wird dann wahrscheinlich zu kacke schmecken. Um die größtmögliche Frische und Qualität von Gemüse zu gewährleisten, wird der Boden der Anbauflächen regelmäßigen Kontrollen unterzogen. Mhm. Krass. Das ist nur McDonald's-Anbau dann da, oder wie? Also es wirkt auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Werbefilm. Weil die ganze Zeit sagen ja regelmäßige Kontrollen etc. pp. So habe ich noch nie ein Salatblatt bei McDonald's gesehen. Also so wirklich habe ich noch nie bekommen. Wird das Gemüse in eine Fabrik transportiert, wo es sorgfältig gewaschen und desinfiziert wird. Ja gut, man sieht halt unten links auch die ganze Zeit die Quellen eingeblendet, ne? Das heißt, dieser YouTube-Kanal hier bezieht sich auf McDonald's Werbefilme. Logischerweise nehmen die dann irgendwelche schönen Szenen, die da irgendwie so irgendwelche Kohle gerade irgendwie geerntet werden oder so. Das läuft denn echt, glaube ich, nicht so ab. Als nächstes wird es von Qualitätsexperten auf Güte geprüft, wobei mangelhafte Blätter aussortiert werden. Ja. Daraufhin wird es je nachdem, in welchen Speisen es als Zutat verwendet wird, geschnitten. Mhm. Ach, das... Ja, okay, das stimmt natürlich schon. Die werden hier jetzt auch nicht lügen, aber die zeigen sich natürlich von der besten Seite. Aber das finde ich so ekelhaft, wenn das so richtig klein geschnitten ist. Natürlich, klar, es ist leicht, dann hast du einen Burger, drückst irgendwie einen Knopf, dann kommt da passend Salatmenge drauf. Wenn da so fette Blätter drin wären, das wäre nie möglich. Aber ich finde so ein richtig schöner Burger, der braucht ein Salatblatt. Damit, wenn du abbeißt, nicht so einzelne Fäden dann da irgendwie im Mund hast, dann fällt die Hälfte runter. Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr kauft ein Big Mac bei McDonald's, die Hälfte des Salats liegt einfach in diesem Ding drin. Ach, guck mal, das kommt in so Tüten. Krass. Und das dann in Boxen, die dann wiederum zu McDonald's gebracht werden. Und dann wahrscheinlich, ach, die haben da echt so Dinger. Ich dachte, das ist alles in so einer... Ah, die machen es doch mit der Hand. Ja, dann können sie doch auch Salatscheiben nehmen. Also das ist Schwachsinn. Und das sind die firmentypischen Gürkchen, die uns allen so gut schmecken. Mhm. Ich bestelle eigentlich immer ohne Gurken. Ich bestelle auch immer ohne Zwiebeln. Bei McDonald's Zwiebeln nicht brät. Rohe Zwiebeln sind das Bodenloseste, was es gibt. Und dieser Käse, der einfach nicht geschmolzen ist. Einfach eine Scheibe Käse drauf. Alter, das ist alles... Für die Gurken oder was? Was das auch für eine riesen Wasserverschwendung ist, ne? Also gut, verschwendet wird es nicht, aber unfassbar. Auch Avocados, was Avocados für Wasser benötigen. Boah, ich hasse ja so Gewürzgurken, ne? Ich finde auf dem Hotdog okay, kann man noch machen, aber auf so einem Burger... Ich bin generell kein McDonald's-Burger-Fan. Wenn ich da bin, esse ich eigentlich... Also ich bin eher Burger King-Fan. Esse ich aber eigentlich so Veggie-Nuggets und irgendwie so diese Kartoffel, diese runden Kartoffel-Pommes da. Mit süßer Soße, sehr, sehr wild. Aber... Die Grundzutaten des Tomatenketchups von Heinz bleiben seit jeher unverändert. Ja gut, aber das hatten wir, glaube ich, schon im letzten Video. Generell hatten wir, glaube ich, jetzt haben wir den Big Mac durch. Wir haben die Burgerbrötchen, wir haben den Salat, wir haben die Bulette... Ja, okay, wir haben Soße und Käse jetzt noch nicht. Selbstverständlich sind Hamburger ohne eine Scheibe guten Käse unvorstellbar. Und so guter diese Käse. Zutat hergestellt. Mhm. Ja gut, dass sie riesen Käseblöcke haben, ist logisch. Und dass es geschnitten wird, ist auch logisch. Viel mehr wird das halt aber auch nicht sein. Guck mal, wie perfekt das geschnitten wird, ne? Das musst du alles erstmal so aufeinander abstimmen, solche Maschinen. Ey, das ist ja wirklich brutal. Das ist so satisfying. Ich könnte mir so einen Prozess wirklich mal einen ganzen Tag angucken. Fährt das eine da runter, das andere davor? Das ist irre und der schmeckt so scheiße. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Es ging leider nicht um den Big Mac Soßenherstellungsprozess. Ich habe nämlich gerade noch mal ein bisschen durch das Video durchgeswiped. Es ging dann nur noch um Nuggets etc. pp. Nuggets, weiß nicht, ob ich darauf reagieren möchte, weil ich habe mir damals schon ein paar...
Informationsvideos dazu angeschaut, wie die produziert werden. Und das will man wirklich nicht sehen. Die Sache ist allerdings, dass ich glaube, auch McDonald's nicht verrät, woraus die Big Mac-Soße besteht. Die haben den Big Mac jetzt letztens nochmal geändert oder so. Kostet jetzt mehr. Genauso wie ein anderer Burger auch kleiner geworden ist und jetzt auch mehr kostet. Also es ist ein bisschen schwierig. Schwierige Zeiten vielleicht für McDonald's. Naja, wenn euch meine Reaction drauf gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Was seid ihr für ein Fan? McDonald's oder Burger King? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr euch entscheiden müsst, ist für den Rest eures Lebens McDonald's oder Burger King. Wir sehen uns heute rein. Ciao.